Jo, einiges los bei den Promis und Marion Brandl von Bunte ist bei uns im Studio, um all das zu besprechen. Und los geht es mit Boris Becker. Lilly Becker packt aus. Es geht um die Beziehung vor allem zum Sohn Amadeus, natürlich auch um die Trennung. Darüber wollen wir gleich sprechen, liebe Marion. Erstmal gucken wir uns das Interview an mit Lilly, exklusiv geführt von Bunte. Sie bricht ihr Schweigen im exklusiven Interview. Lilly Becker erzählt, wie Boris als Vater wirklich ist. Ich hatte meinen Mund nicht. Mach ich nicht mehr. Du kommst aus dem Gefängnis und du machst einfach wieder Scheiße. Also, er hat einfach nichts gelernt. Ich bin Boris Becker. Ja. Bunte Unterhaltungschefin Stefanie Göttmann trifft Lilly Becker in London. Ihr Noch-Ehemann musste letztes Jahr für 8 Monate in England in den Knast wegen Steuerhinterziehung. Kurz vor Antritt der Haftstrafe stößt er Lilly mit folgender Aussage vor den Kopf. Er hat mir auch eine Woche vor im Gefängnis gegangen ist, hat mir gesagt, wenn ich gehe, bezahle ich nicht. Ich kann nicht bezahlen. Aber er kann mit seiner Freundin shoppen gehen in Milan. Er macht nichts für seinen Sohn. Und das ist meine Wahrheit, aber auch die Wahrheit. Boris lebt mit neuer Freundin in Mailand. Sein 13-jähriger Sohn wächst ohne den Vater bei Lilly in London auf. Er will seinen Vater ganz gern sehen. Und das vielleicht klappt das diesen Sommer mal wieder, wenn Boris Lust darauf hat. Nur einmal hat Boris seinen jüngsten Amadeus seit der Haftentlassung im Dezember gesehen. Zu dem Treffen hat aber nicht Lilly, sondern ihr Partner Thorsten den Teenager begleitet. Er wollte mich nicht sehen, was auch alles okay ist, aber ich habe einen Boyfriend. Dann schicke ich meinen Boyfriend mit unserem Sohn zu dir. Es ist alles so kompliziert, was auch nicht sein musste. Wie fand Boris das, dass auf einmal Thorsten vor ihm stand und ihm Amadeus überreicht? Keine Ahnung, er hat Thorsten nie einmal bedankt. Und das, obwohl der aktuell sogar die Rechnungen von Lilly und Boris Nachwuchs bezahlt. Denn Boris zahlt ja weiterhin nichts. Aber statt die knappe Zeit seinem Sohn zu widmen, macht Boris das. Wenn Boris Becker mit seinem Sohn ist, ist das sogar und so schnell auf Instagram. Boris liebt das. Er braucht Zirkus. Er liebt seinen Sohn, wie all seine anderen Kinder. Und Amadeus liebt seinen Vater. Ganz sehr. Muss er auch. Ich sage auch nichts Böses über seinen Vater. Ich sage immer die Wahrheit. Nach den vielen Skandalen versucht die Tennislegende über die Kinder das Image aufzupolieren. Tochter Anna gratuliert er per Insta-Video zum Tanzerfolg. Alles Berechnung. Dein Talent, deine Disziplin, deine Leistung und noch mehr. Deine Persönlichkeit sind hervorragend. Und ich könnte stolzer nicht sein. Lilly stößt das sauer auf, weil ihr Ex anscheinend die Auftritte mit Amadeus zu seinem Vorteil nutzt. Weil ich sorge dafür, dass mein Kind zum Essen hat, dass es auf die Schule geht, dass es gesund ist. Ich bin eine Löwe-Mama. Ich mache alles, aber wirklich alles für meinen Sohn. Sollte Boris sich wirklich so aus der Affäre ziehen, nach über 10 gemeinsamen Jahren mit Lilly, das wäre in der Tat unsportlich für einen mehrfachen Wimbledon-Sieger. Marion, da hat ja wirklich eine Mutter mal ausgepackt und ihr Schweigen gebrochen. Sehr ehrlich. Ja. Warum macht Lilly das jetzt ausgerechnet? Wie sie es im Film gesagt hat, es gibt immer zwei Wahrheiten. Und wir wissen das alle in Beziehungen sowieso. Boris ist aus dem Knast gekommen, hat 2 Interviews gegeben, hat eine Mega-Doku über sich ausstrahlen lassen. Und sie sagt, jetzt ist gut, jetzt breche auch ich mein Schweigen. Und was sie halt vor allen Dingen aufregt, ist eben, dass sie 5 Jahre getrennt sind, immer noch nicht geschieden sind. Und er so tut, als ob er sich um das Kind kümmert. Und er tut es nicht. Wir haben es gesehen. Er hat ihn jetzt wirklich einmal quasi nach Kitzbühel einfliegen lassen. Und dann macht er... Lässt machen ein Instagram-Foto, stellt es sofort online und hat sich auch mit Babs und so in Mailand getroffen und Noah und die anderen Söhne. Er tut so, als ob er der tolle Vater ist und Lilly sagt, meine Wahrnehmung, meine Realität ist eine ganz andere und jetzt ist Schluss. Für mich steht die wirklich hier stellvertretend für all die Frauen in Deutschland, die oft überhaupt keinen Unterhalt von ihren Männern bekommen und sich halt keine Anwälte leisten können. Jetzt ist Lilly ja nicht die einzige Ex und vor allem auch nicht die einzige Ex, die sich äußert. Wer hat denn noch gesprochen?
Das macht ihm natürlich ein bisschen Angst. Der Hintergrund ist, es gibt auch eine Dokumentation von einem englischen Journalisten, der hat mit alten Weggefährten von Boris gesprochen, das heißt Aufstieg und Fall. Da kommen Ex-Freundinnen zu Wort und auch seine Ex-Verlobte Sandy Meyer-Wölden, die ja eigentlich auch mal Zoff mit Lilly hatte, weil sie kurz ausgespielt wurde. Jetzt haben die beiden Frauen sich aber versöhnt. Die redet und Boris soll, das sagt auch Lilly, eine Herrscher von Anwälten dem Typen und allen auf den Hals setzen, um diese Veröffentlichung zu verhindern. Oh, da hat er Angst, ne? Da zittert er jetzt schon, oder? Und es ist immer so, er sollte auch zittern, weil ich finde, wenn Ex-Frauen sich verbünden, es gibt kaum was Schlimmeres für Männer. Und denk doch mal an diesen herrlichen Film, wo die Frauen... Lass dir das sagen, Melinda. Ja, ich höre ganz genau, ganz gespannt zu. Ja, also nein, er sollte sich zu Recht fürchten, weil das, was er erzählt und das, was die Frauen erleben, ist einfach Contra-Cœur. Ja. Echt, also wir hoffen, dass es einigermaßen irgendwie gut ausgeht. Wir kommen jetzt zu einem viel, viel schöneren Thema. Es geht um Urlaub, es geht um Sonne, es geht um Promis. Und die auf unserer Lieblingsinsel der Reichen, auf Sylt. Jon Bon Jovi ist gerade da und das nicht alleine. Er ist mit seinem Sohn da. Und warum er da ist, das habt ihr selbstverständlich rausgefunden. Shut it up, hey, you're too. So kennt man Superstar Jon Bon Jovi auf der Bühne mit Mikrofon und seinen emotionalen Rockballaden. Jetzt ist er in ganz anderer Rolle unterwegs. Mit Privatjet ist der 61-Jährige auf Sylt gelandet, auf Deutschlands bekanntester Ferieninsel. Gemeinsam mit seinem Sohn Jesse besucht er das Edelrestaurant Sansibar. Der Grund: Bon Jovi hat mit seinem Sohn einen eigenen Roséwein kreiert und damit gehen beide jetzt auf große Weintour. Da darf natürlich die Bar der Reichen und Schönen auf Sylt nicht fehlen. Hier heißt's also eine Flasche Rosé anstatt A Bed of Roses. Herrlich. Jon Bon Jovi. Hier, Freunde, sehen wir mal, wie Vater-Sohn-Beziehung wirklich geht. Weil ich habe gerade in der Sansibar vor der Sendung kurz angerufen. Klar. Herbert Seckler ist der Chef, ging dran, sagte, hi Mario, und sag ich, du und Jon Bon Jovi, sagt er, ja. Der war 4 Stunden hier, aber es ging ihm eigentlich weniger um den Rosé, der übrigens sehr gut schmeckt, sondern um seinen Sohn zu unterstützen. Dieser cool. Roséwein ist nämlich ein Projekt von seinem Sohn Jesse. Ah. Und so sieht wirklich Vaterliebe aus. Also er reist mit ihm auf Promotion Tour zu all den Lokalen, die diesen Wein schon vor 2 Jahren, so lange ist der nämlich auf dem Markt, bestellt haben. Und das hat die Sansibar getan und deswegen waren die da. Aber das scheint irgendwie so ein Ding zu sein, ne? Weil ich habe das Gefühl, dass also Jon Bon Jovi ist nicht der Einzige, der auf die Idee kommt, in irgendeiner Form eine Spirituose oder einen Wein auf den Markt zu bringen. Ja. Wen gibt es noch? Wer sind deine Lieblingspromis mit entsprechendem alkoholischen Hintergrund? Ja. Ihr müsst sehen, jeder Promi hat jetzt sein eigenes Parfüm auf den Markt gebracht und jetzt braucht man neue Einnahmequellen. Und jetzt ist der Alkohol, der fließt immer. Wir haben George Clooney, der Tequila macht. Wir haben Dwayne The Rock Johnson, der macht auch auf Tequila. Und ja, er sagt, das ist so gut, dass Jägermeister den Vertrieb übernommen hat. Wir haben auch, das ist cool, ja, wir haben auch deutsche Promis. Ja, genau, da sieht man nochmal hier unseren Tequila. Wir haben Joko Winterscheid, Matthias Schweighöfer. 3 Freunde Wein, ja. Ja, die machen in Grauburgunder, so viel ich weiß. Ja, das schmeckt tatsächlich auch ganz gut. Ich war nicht ganz sicher, aber ja, doch, der schmeckt. Ja, genau, also den gibt es normal. Und natürlich hier... Günther Jauch, der hat 2010 schon ein ganzes Weingut gekauft. Ja, klar. Wie Mensch, soll's auch also die sein, wissen, ne? Wie man Geld macht. Darauf Prost, sage ich ne? Und möchte, Fernsehen als Hobby. Möchte ihr Lieben zu meinem auch persönlichen Superstar kommen. Madonna. Und ich war, die ganze Welt war geschockt, weil wir haben keine guten Nachrichten bekommen. Vor einer Woche ist sie bewusstlos zusammengebrochen in ihrer Wohnung. Mhm. Ja. Und wir würden nochmal zusammenfassen, was da passiert ist. Ja. Sie ist ein Superstar unserer Zeit, Madonna. Über Generationen hinweg performt sie wie keine zweite auf den Bühnen dieser Welt und wird mit Songs wie Like a Virgin und Material Girl zu einer Ikone der Popmusik. Die US-Amerikanerin ist berühmt für ihre Topform. Perfekt gestylt, Traumfigur, ein strahlendes Lächeln. Fehler sucht man bei ihr vergebens. Jetzt mit 64 Jahren scheint die sechsfache Mutter ihren Körper im Schönheitswahn an die Grenze und weit darüber hinaus getrieben zu haben. Vor wenigen Tagen bricht sie zusammen, wird bewusstlos in ihrer Wohnung gefunden.
Der Weltstar wird ins Krankenhaus eingeliefert und dort auf der Intensivstation behandelt. Ein Schock für die Familie und ihre riesige Fangemeinde. Also Marion, die offizielle Version für ihren Krankenhausaufenthalt lautet ja schwere bakterielle Infektion. Könnte ein Vorwand sein? Ja. Wisst ihr da mehr? Also die englischen Medien spekulieren ganz klar, dass sie sich übernommen hat. Also sie fühlt sich in Konkurrenz mit Taylor Swift, mit Pink, die sind mega. Ja. Und eins wissen wir sind alle Fans von Madonna, die Frau hat sich über die Jahrzehnte immer wieder wirklich cool neu erfunden. Sie ist mit den Zeitströmungen mitgegangen, sie wollte jetzt auf Tournee gehen. Sie stand wohl kurz vor diesem Zusammenbruch mit Katy Perry im Studio. Also da wäre bestimmt jetzt was Tolles rausgekommen, werden wir vielleicht auch hören. Wir sind ja alle jünger. Sie hat sich übernommen, sie ist 64. Und dazu, es wurde angesprochen, diese ganzen Schönheits-OPs. Du hast Vollnarkosen, du hast Medikamente, um die Schmerzen zu betäuben. Das verdrängen die immer. Ja, und dann kann man mit irgendwann nicht mehr. Und dann sagt man halt schnell mal Infektion, name it. Statt das einfach zu sagen, ne? Meine Güte, ist ein bisschen viel gerade, warten wir ein halbes Jahr. Also eine Schwäche erlaubt sich dann so. Ja. Aber Hauptsache, weißt du, sie kommt wieder zu Kräften. Und dieses Duett will ich unbedingt hören. Und die Karte kaufe ich mir auch, wenn die endlich mal auf Tournee geht. Das kommt. Marion, vielen Dank. Das hat Spaß gemacht und wir gehen mal rüber ins Wohnzimmer, beziehungsweise in die Küche, so müssen wir sind.